Hallo meine Lieben, hier ist wieder Josef. Heute Kapitel Nummer 13, Thema Verurteilen. Verurteile nicht, dann wirst auch du nicht verurteilt. In dem Maße, wie du über andere urteilst, wirst auch du verurteilt. Warum siehst du den Dorn in deines Bruders Auge, aber nimmst den Balken vor deinem eigenen Auge nicht wahr? Zitat von Jesus. Der Mensch hat kein Recht, über andere zu urteilen. Insbesondere, wenn man die Verurteilten nicht richtig kennt. Wie kannst du über andere urteilen, wenn du dich nicht einmal selbst kennst? Der Verstand bildet im Laufe der Zeit eine Struktur, die mit jedem neu Dazugelernten wie ein Puzzle erweitert wird. Je nach dem angesammelten Wissen entwickelt jeder seine eigene Vorstellung vom Leben. Aber es ist nicht die eigene Vorstellung, es ist nicht das eigene Wissen. Es ist nur ein von außen kommendes Bücherwissen, das im Laufe des Lebens angesammelt wird. Wahres Wissen kommt von innen. Wenn da jemand kommt, der etwas sagt oder tut, was nicht in das eigene Verstandesputzle hineinpasst, was man nicht versteht, weil es zu weit vom bisher Gelernten entfernt ist, fängt der Mensch nur allzu leicht an, darüber zu urteilen. Er denkt, dass alles, was er nicht kennt, schlecht sein muss. Oder er hat sogar Angst davor. Und aus dieser Angst heraus wird dann Negatives über das Fremde erzählt. Um mehr Menschen auf seiner Seite zu haben. Das Ego liebt es, über andere zu urteilen. Denn wenn du schlecht über andere denkst und sprichst, dann bekommt es das Gefühl, selbst das Beste zu sein. Der Mensch urteilt über andere nur, weil es nicht ins eigene Lebensbild hineinpasst. Aber vielleicht wissen andere sogar mehr über das Leben. Nein, nein, das kann doch gar nicht sein, ruft das Ego sofort dazwischen. Aber andere zu verurteilen, ist nicht nur ungerecht, sondern es ist auch eine Selbstbegrenzung. Insbesondere, wenn da jemand ist, der mehr über das Leben weiß. Zum Thema Vorurteil möchte ich jetzt ein eigenes Beispiel nennen. Vor einiger Zeit hatte ich in einem Forum online mich bei Depressionen, ja, also Selbsthilfegruppe online Depressionen. Habe ich mich eingeloggt und anonym, ist ja jeder anonym dort. Und da habe ich eben dieses Thema, wie mir zum Beispiel Breathwork, also Atemtherapie, geholfen hat, um frei zu werden. Mein Gott, ich hatte noch nie einen Shitstorm bekommen, aber da, wow. Full Power, ja, alles hundertprozentig Schulmedizin und außerhalb der Schulmedizin wird absolut nicht akzeptiert. Nicht nur nicht akzeptiert, das wird bekämpft. So. Na, Sie wissen natürlich nicht, worum es eigentlich geht. Die googeln dann kurz was und suchen sich die schlimmsten Argumente raus. Und und dann heißt es zum Beispiel, ja, diese Breathwork, das ist gefährlich, weil du kriegst dann zu wenig Sauerstoff ins Gehirn und dann kriegst du einen Gehirnschaden. Ja, okay. Also, vieles Atmen, viel Sauerstoff kommt ins Gehirn. Also das Gegenteil ist der Fall. Das Bewusstsein erweitert sich, der ganze Körper wird gereinigt.
Jeder weiß, viel Sauerstoff ist gesund, für jede einzelne Zelle wird eben wieder erfrischt dadurch. Also körperlich, geistig, seelisch. Okay, dann schreibe ich rein. Ihr scheint so ziemlich voller Vorurteile zu sein, weil na, man sollte sich erstmals richtig informieren und, oder eigentlich sollte man es selbst erleben, bevor man sich ein Urteil macht. Also sprich, Vorurteile ist ganz typisch wiederum. Ja, immer hin und her und wer bist du, bla bla bla. Immer mehr Angriffe und dann habe ich schon gemerkt, okay, also es hat anscheinend wenig Sinn, weil die anscheinend Angst haben. Ne? Angst haben, dass jetzt an ihre Theorie, also oder dass es was Besseres gibt als ihre Theorie. Es geht darum, Leute, eigentlich habe ich mich eingeloggt, weil es gab einen, der suchte einen Therapieort, also einen regelmäßigen schulmedizinischen Therapieort. Und es dauert ewig bei den meisten, bis sie einen Therapieort bekommen. Und meistens, wenn sie den dann bekommen, na, ist es fraglich, inwieweit das hilft. Aber ich will da jetzt nicht urteilen. Ich höre immer nur Sachen, ist ja egal. Aber ich wollte ihm halt auch andere Möglichkeiten aufzeigen. Und die anderen warnten davor und eben, wie schon gesagt, es sei gefährlich, bla bla bla. Und lass dich lieber von professionellen Schultherapeuten, Schulmedizintherapeuten, Psychologen oder so behandeln. Ich wollte nur meine eigene Erfahrung erzählen. Also nicht jetzt als Therapeut rüberkommen oder sonstiges, sondern nur, es hat mir damals geholfen und fertig. Ja. Okay, dann ein paar Stunden habe ich es gemacht. Na, eigentlich wird es für mich immer lustiger, muss ich sagen. Also wie begrenzt deren Einstellung ist. So, dann merkte ich eine zum Beispiel, na, die haben ja alle verschiedene Namen. Meine war Inner Freedom, mein Name. Und eine andere hat geheißen Schwarzer Engel. Ja. Schwarzer Engel habe ich reingeschrieben. Ah, ist für mich gleichzusetzen wie Todesengel. Ja. Okay, die Administration hat mir dann E-Mail geschickt, dass na, so Art Warnung, eigentlich richtige Warnung, ja, ich sollte nicht persönlich werden. Okay, aber ich meine, wie kann man sich den Namen Schwarzer Engel geben? Na, das ist doch wirklich gleichzusetzen mit Todesengel. Also wurde das alles immer lustiger und nach ein paar Stunden, na ja, okay, also ich kann da anscheinend nichts reinbringen, da wird man voll angegriffen und so ist es leider. Ja, das ist jetzt ein größeres Thema für mich gewesen, aber schau dir den Alltag an. Wenn du irgendwas von deinen Erfahrungen erzählst, von deinen positiven, die allermeisten, ja, also blockieren das, wollen es nicht wissen zumindest. Oder, ja, ein bisschen werden zu aggressiv, böse. Ja. Okay, so gibt es viele andere Beispiele. Ja. Also das, was ich jetzt erzähle, das war jetzt nicht mehr aus meinem Buch, denn das Buch ist ja 30 Jahre alt, aber um ein kürzliches Ereignis zu erzählen. Und so muss man sich auch selbst immer wieder bewusst machen. Wenn ich ein Urteil über etwas, wenn ich mir ein Urteil bilde über etwas, ja, bevor ich ein Urteil bilde, bin ich wirklich richtig informiert? Oder habe ich sogar eigene Erfahrungen? Und wenn nicht, dann sage ich zu mir selbst, okay, über dieses Thema weiß ich nichts, habe noch nichts gehört. Oder ich habe was gehört, aber habe eher Negatives gehört. Aber dann würde ich fragen, okay, vielleicht ist da auch was Positives dran. Erzähl mir doch mehr davon. Ja. Und wenn mich das berührt, wenn ich merke, ja, es könnte mir auch helfen,
dann kann ich das ja auch selber ausprobieren. Dann nehme ich mir nicht die Chance, hey, ich könnte mich ja vielleicht weiterentwickeln. Also, nur wenn man offen ist für Neues. Ne? Man muss jetzt nicht alles einsaugen, was da so ist. Man fühlt es. Okay, dieses Thema, ich höre es mir an, wenn du mir das erzählst, hat dir geholfen, finde ich super. Okay, dann kann ich sagen, okay, finde ich da einen Draht dazu, wäre das für mich was? Oder schaue ich mir das erstmal tief an, von anderer Seite, google ich erstmal, ne, weil Thema Google, ne, es gibt über alles gute und schlechte Berichte. Wenn du jetzt negativ eingestellt bist, dann suchst du erst nach den schlechten Berichten. Ja, zum Beispiel ein anderes Vorurteil gegenüber Silberwasser. Na, ich produziere selber Silberwasser, verkaufe auch Silberwasser, sehr starkes, sehr wirkungsvoll, also kolloidales Silber. Jetzt schaust du in Google rein. Okay. Ziemlich bald, wenn du jetzt negativ drauf bist, na, was sind die Nebenwirkungen so? Ja, da gibt es eine bestimmte Krankheit, da wirst du deine Haut blau. Und es gibt es einen, der sieht aus wie ein Schlumpf. Blau wie ein Schlumpf. So, und warum? Wegen Silberwasser, ja. Aber wie viel hat er davon genommen? Und wie lange? Einen ganzen Liter jeden Tag, 7 Jahre lang. Also man muss schon tiefer reinschauen, okay, das ist ein Schlumpf, um Gottes Willen, ich nehme das Silberwasser nicht, das macht mich blau. Also, das sagen natürlich die Gegner, die hundertprozentig Schulmediziner. Also, ich habe nichts gegen Schulmedizin. Es kann Leben retten, ja. Ich nutze das auch. Ja, ich habe was gebrochen, gehe ich ins Krankenhaus. Aber ich meine, als eingefleischter Schulmediziner, na, man könnte auch offen sein für andere Therapiearten, insbesondere chronische Sachen, emotionale Sachen, psychosomatische Sachen. Wenn du Erfolg hast mit einer alternativen Therapie, dann wirst du oft merken, du erzählst es jemand, interessiert dich gar nicht. Ja. Also, die meisten halt. Ne? Man, okay, dann hat man keine Lust mehr, das weiter zu erzählen, weil die meisten das nicht interessiert, weil sie sich nicht weiterentwickeln wollen. Und das ist natürlich Thema des Egos, weil ich habe die richtige Einstellung oder mein Ego hat es und das habe ich gelernt und das ist richtig und nur das ist richtig. Ist dasselbe bei Religionen. Bei allen Themen ist es so. Thema, wie gehe ich damit um, wenn mich andere Leute verurteilen? Ja. In erster Linie bleibe ich bei mir. Das ist deren Meinung. Denke mir, ich verschwende nicht viel Zeit drüber, aber ich denke zumindest darüber nach, okay, ist da jetzt was dran? Hat er vielleicht auch eine Ahnung? Und wenn das einen Punkt hat, wo was dran sein könnte, dann befasse ich mich weiter drüber. So. So bin ich jederzeit offen für Kritik, aber nicht für Vorurteile. Ja, wenn ich erkenne, das ist ein typisches Vorurteil. In ganz im Gegenteil, typische Vorurteile, no, wie in diesem Forum, wie erwähnt, bestärkt mich noch mehr, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Gerade wenn sie mich angreifen. So. So sollte es auch dich bestärken. Ja. Also dieser Weg, der spirituelle Weg, sage ich mal, der Weg der Entfaltung, der Weg in die Glückseligkeit. Die Freiheit. Wenn du das erstmal spürst in dir, wenn sich dein Herz entfaltet, sich öffnet, wenn du erstmal diese göttliche Liebe erlebst,
dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Ja, das ist alles zum Thema heute Vorurteil. Also ich finde, ein sehr, sehr wichtiges Thema und man sollte sich immer selbst beobachten. Urteile ich jetzt zu früh, mit zu wenig Wissen und schon mit gar keiner Erfahrung? Ja. Also, bleibt offen, meine Lieben, und bis zum nächsten Kapitel. Ciao.